Da sind wir wieder auf Deponia. Wir haben in der letzten Folge ja überraschend, eigentlich echt überraschend, dieses Burger-Rätsel gelöst. Und jetzt haben wir hier einen Glückskeks. Den machen wir mal auf. Bin mal gespannt, ob mir mein sprichwörtliches Bastlerglück die Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub geangelt hat. Das größte Glück ist, andere lächeln zu sehen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Verdammt, kann ich nochmal? Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Die größten Fische fängt man mit Geduld. Verdammt, schon wieder eine Niete. Nochmal. Ich hätte gern dasselbe wie einmal wie... Wer braucht eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub, wenn er Gesundheit und Freunde hat? Verdammt, schon wieder eine Niete. Ich habe das Gefühl, so kommen wir nicht wirklich weiter. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Das Glück ist mit den Anglern. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ich kann aber auch nicht nochmal... Hier gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnabeltieren zubereitet sind. Das wird Lady Goal gar nicht gefallen. Ich kann aber nicht nochmal spielen. Ich hätte sonst gesagt, wir brauchen vielleicht die Zweier-Glückskekse, aber das geht ja auch nicht. Ich hätte gern das einmal... Hilfe, ich bin in die Glückskeksmaschine gefallen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Einen Augenblick bitte, bin sofort bei Ihnen. Großer, allmächtiger McCulu, dein treuer Diener hat ein neues Opfer für dich gefunden. Mokinos, Apricidur, Nuidom. Adrex, Baradur, extra Käse. Ja, ja! Eigentlich ganz nett hier. Da bin ich endlich. Entschuldigen Sie, dass es etwas gedauert hat. Kein Problem. Was kann ich denn für Sie tun? Ich glaube, das war eine Anspielung an Ghostbusters. Bin mir auch nicht ganz sicher. Haben wir da eigentlich schon mit ihm gesprochen? Keine Ahnung. Was haben Sie denn so im Angebot? Nun, für das Restaurant gilt die Abendkarte. Hier am Takeaway-Schalter servieren wir hauptsächlich Schnabeltierburger. Ich hoffe, die sind nicht zu fettig. Ich will ja nicht meinen Astralkörper ruinieren. Oh, da werde ich lieber noch einmal nachfragen. Oh, großer, weiser McCulu! Das Opfer fragt, ob die Burger gut machen. Ravanek Cha, Ravanek Kam Cha, Kur, Bodenhaltung. Ach ja. Unsere Geschäftsführung möchte Ihnen versichern, dass wir für unsere Produkte ausschließlich die besten Zutaten verwenden. Und die wertvollen Vitamine stammen allesamt aus freilaufenden Salatblättern. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Sie können aus 3 Menüs wählen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl noch verändern. Es steht alles auf dem Plan. Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Die Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Jetzt rennt er wieder runter. Ich glaube, er hat uns durchschaut. Ihm sind die fehlenden Kinder aufgefallen. Orum Deus Satina. Murmel, Schnurmel, schnappel die Bauz. Also manchmal machst du mir richtig Angst, o Herr der Finsternis. Bin ich wieder. Kann ich noch etwas für Sie tun? Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kein Problem. Das Opfer fragt nach den Glückskeksen, oh Herr. Melior Pansusex Padino Muror Vidaduna La Paridox Domentur. Knechte zum Sterblichen, genau.
So, und schon wieder zurück. Es handelt sich um eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie sogar eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub. Hurra! Reservieren brauchen wir noch nicht. Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Warten Sie bitte einen Augenblick, ja? Herr Fred, nach der Abendkarte, was sage ich Ihnen denn jetzt? Prestominen, Polidur, Olox Verito. Verstehe. Nein, es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden all unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Bitte, 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 bitte. Bring den Glückskeks zum Angler, du Trottel. Verdammt, schon wieder eine Niete. Aha, ein Hinweis, okay. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Okay, das machen wir dann mal, aber... Wie soll man denn auf sowas kommen? Das ist doch... Warum soll das zum Angler? Keine Ahnung. So, benutze Glückskeks mit Angler. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks, wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prahlst. Vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Wenn's weiter nichts ist. Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer, Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin mal versehentlich auf ein Rubbel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Okay, keine Ahnung, ob der uns mal von seinem Glück erzählt hat. Verschwinde, du verscheuchst die Fische. Aber kusch. Okay. Gut, jetzt haben wir die Mitgliedschaft. Ach verdammt, was mache ich denn? Zurück. Und dann wieder zurück nach Bellevue. So, Ausweis mit Schnabeltier Trapper. Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltierclub. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltiergemeinde. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine Gratiskopie der Schnabeltierfibel. Und das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Okay. Die große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert, also so bescheuert, der muss einfach funktionieren. Wasserschnabeltier-Brut, what?
Hier steht, dass Feuerschnabeltiere ihre Eier in heißen Geysiren verstecken. Geysire? Sowas gibt's hier doch gar nicht. Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Hier steht, dass Erdschnabeltiere ihre Eier im Erdreich verstecken. Wie gut, dass ich mich nicht auf einer Insel aus Treibgut befinde. Hier steht, dass Flugschnabeltiere ihre Eier an hochgelegenen Punkten verstecken. Das scheinen ja richtige Akrobaten zu sein, wie ich. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Hier steht, dass Wasserschnabeltiere ihre Eier in Ufernähe verstecken. Na prima, dürfte schwer sein, auf diesem Stück Treibgut einen Ort zu finden, auf den das nicht zutrifft. Okay. Jetzt haben wir zwar Anleitungen, aber ich habe noch keine Ahnung. Ich brauche den Faden. Ich brauche Wasser. Gut, wir haben einen Spaten. War hier nicht auch ein Ei? Da oben. Kann ich die jetzt mitnehmen? Laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Na dann. Muss ich die jetzt in die Nester legen? Nee, ne? Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Flugschnabeltierkolonie. Aber ein Experte wie ich hätte den Unterschied auch so bemerkt. Laut Fibel hier sind zumindest solange es unbewacht. Was? Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Flugschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. Dann holen wir mal das nächste, das Bodenei. Aha! Tja, also. Hey, stehen geblieben! Ohne Hilfsmittel komme ich hier anscheinend nicht weiter. Vielleicht können mir diese beiden Steine und die Erdmännchenfalle dort weiterhelfen. Okay. Ha, hab ich dich. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Gut. Das war easy. Laut Fibel ist das hier ein Erdschnabeltier-Ei. Tirili, meine Sammlung wächst. Können wir da Erde mitnehmen? Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Den Eimer. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Und da können wir das eine Ei schon mal vergraben, oder? Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Soweit, so gut. Wo kriegen wir jetzt Eis her, verdammt? Oder eine Kühltruhe oder irgendwie was? Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Erdschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest so. Da oben können wir nichts machen. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht so ein Kescher-Ding. Und keine Wetterfahne. Holen wir uns erstmal die anderen Eier.
So, wo war's denn hier? Hey, bin ich gerade blind oder was? Irgendwo war doch hier ein verdammtes... Ah, da. Das ist wahrscheinlich von dem Feuervieh. Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Verdammt. Es steckt fest, na toll. Laut Fiebel brüten Feuerschnabeltiere in loderndem Feuer. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. Kann ich denn hier nicht irgendwas anzünden? Den Ofen müsste ich irgendwie beheizen, aber mit was? Mit Papier? So hervorragend sich das hier auch als Brennstoff eignen würde. Dies hier ist ein Kohleofen. Außerdem hoffe ich damit irgendwo noch mehr Schaden anzurichten. Nun gut, dann versuchen wir es in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.